Und ich würde wirklich gern in Ihrem Unternehmen arbeiten. Also, Katie, wo waren Sie auf der Schule? Oh, warten Sie. Oh, wow. Hier, ich habe einen Bachelorabschluss von der Stanford. Ja, und rote Höschen. Oh mein Gott. Es tut mir so leid, Mr. Stones. Oh. Nein, nein, Liebes, nur keine Sorge, das ist okay. Also, nächste Frage. Was halten Sie von Geschäftsreisen? Hm? Oh, ich bin bereit, überall hinzureisen. Oh, das ist gut, denn ich brauche eine Reiseassistentin. Also, sollte ich schon mal mit Packen anfangen? Was zur Hölle geht hier vor? Wer ist das? Ist das Ihr Ehemann? Sind Sie verheiratet? Nein, ich habe keinen Ehemann. Ich will mich wirklich komplett der Arbeit hingeben. Was tust du denn da? Ich habe ein Jobinterview. Oh nein, Mr. Stones hat aufgelegt. Ach gut, er wird nie wieder dein rotes Höschen sehen. Wirklich? Siehst du, ich habe Kaffee auf meinen Rock vergossen, nur wenige Minuten vor dem Interview. Ja, na klar, ich bin bloß nervös, weil ich mich seit 3 Tagen auf dieses Interview vorbereitet habe. Ich habe kaum geschlafen. Ja, das kann ich sehen. Und auf diesen Geschäftsreisen wirst du wohl auch nicht schlafen. Oh, hast du eine Ahnung, wieso ich mir einen Job suche? Hä? Weil mein Mann nicht genug Geld verdient für unsere Bedürfnisse. Du hast gesagt, dass du nicht mal einen Mann hast. Dann denken, die denken doch sofort an Mutterschaftsurlaub und nehmen jemand anderen. Oh Gott. Okay. Tut mir leid. Mhm. Schatz, hör zu. Ich arbeite wirklich hart in meinem Job. Und ich könnte schon bald befördert werden. Sei still! Das ist von Mr. Stones. Er will mich. Siehst du das? Das ist fast zweimal so viel, wie du verdienst! Ich muss mich passend anziehen. Sales Managerin Katie Brown. Das klingt gut. Oh, es war gut, dich zu sehen. Also bis heute Abend. Tut mir leid. Hallo. Mr. Stones. Wow, guten Tag. Sunshine. Sieh mal an, hier sind Sie. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem ersten Arbeitstag als meine neue persönliche Assistentin. Nein, das ist wohl ein Missverständnis. Ich dachte, ich wäre die neue... Meine neue Assistentin. Nein, ich wurde angestellt als Sales Managerin. Ihr Job als Assistentin ist unendlich viel wichtiger als irgendeine Art von Aufgabe, die Sie als Sales Managerin hätten. Und wissen Sie auch wieso? Wieso? Wissen Sie, wer die Frau ist, der Sie gerade begegnet sind? Nein. Meine Ehefrau. Verstehen Sie jetzt? Ja, nein. Kommen Sie. Sie haben sie doch gesehen. Meine Frau ist alt, okay? Die Jahre haben sie eingeholt. Und für meine Geschäftsreisen brauche ich eine wunderschöne, junge, attraktive Frau, die mich begleitet. Verstanden? Also, Sie meinen, ich muss mit Ihnen mitkommen? Nein, sagen wir es so. Sie tun so, als wären Sie meine Frau. Und morgen um 7 Uhr abends haben wir unsere erste Geschäftsreise. Nein, ich weiß nicht, das ist nichts für mich. Sonnenschein, bleiben Sie ganz entspannt. Das gehört zum Job dazu. Kein großes Ding, okay? Nehmen Sie das. Shh. Na los, gehen Sie shoppen. Haben Sie Spaß. Kaufen Sie sich ein neues sexy Kleid, etwas Schmuck. Mit echten Juwelen. Genießen Sie es. Aber das ist viel Geld, das kann ich nicht annehmen. Meine Liebe, sehen Sie es einfach als Vorschuss, okay? Und all meine Assistentinnen kriegen einen Vorschuss. Und zwar jede Woche. Also los, nehmen Sie es. Wir sehen uns morgen. Danke. Okay. Auf Wiedersehen, Mr. Stones. Bis dann. Schönen Tag noch.
Schatz, ich habe großartige Neuigkeiten. Ich auch. Hast du morgen Abend schon was vor, so gegen 7? Ah, sag nichts. Ich brauche dich an meiner Seite. Oh, John. Und jetzt gehen wir feiern. Erinnerst du dich noch an unser erstes Date? Wir haben beide genau den gleichen Burger bestellt. Und an diesem Tag habe ich entschieden... Warte. Woher hast du dieses Kleid? Schatz, wir hatten Burger, weil wir noch studierten und kein Geld hatten. Aber jetzt kann ich mir teure Dinge leisten. Ist das Chanel? Ja, und das ist für dich. Man isst keine Burger in einem Chanel-Kleid, weißt du? Aber Schatz, morgen Abend um 7, bitte vergiss es nicht. Das ist sehr wichtig für mich. Oh, ich muss arbeiten um diese Zeit. Ein guter Job mit gutem Geld. Weißt du, was das ist? Gutes Geld. Sie sehen toll aus. Oh, Carl. Da sind Sie ja. Schön, Sie zu sehen. Schön, Sie zu sehen. Greg, endlich trifft man sich wieder. Wunderbar. Setzen wir uns. Danke. Okay, ich denke, wir können schon anfangen. Es fehlt nur noch unser... Guten Abend, Gentlemen. Oh, da ist er ja. John? Das ist John Brown. Ich arbeite für Greg Mount. Oh, nur nicht so bescheiden. Kommen Sie. Das ist mein neuer Vizepräsident. Und ich muss sagen, er ist einer der besten Mitarbeiter, die ich je hatte. Oh, Verzeihung, wie unhöflich. Das ist Katie, meine Frau. Danke vielmals für diese netten Worte. Also, Mr. Stones, ich habe viel von Ihnen gehört. Nur gute Dinge, hoffe ich. Ja. Sie sind die Nummer 1 in Ihrem Bereich. Ich sehe auch, warum. Oh, wirklich? Wieso verraten Sie es mir nicht, John? Weil jeder Mann sich durch seine Frau auszeichnet. Und Sie haben eine bezaubernde Frau. Danke. Wie genau haben Sie sich kennengelernt? Also wissen Sie, ich will Sie nicht langweilen mit den Details. Darum geht's ja nicht. Vielleicht könnte Mrs. Stones es uns verraten. Das ist uninteressant. Wir trafen uns online. Was ist mit Ihnen, John? Wo ist Ihre Frau? Ich dachte, das wäre ein Familiendinner. Ich verstehe. Ich lasse mich scheiden. Oh, John, das wusste ich nicht. Was ist passiert? Ich konnte meiner Frau nicht geben, was sie wollte. Also, Gentlemen, wenn Sie erlauben, würde ich jetzt gern zum Wesentlichen kommen. Ja, das ist genau der Deal, den Sie wollten. Und ich muss sagen, ich schätze unsere Partnerschaft. So wie ich. Also dann? Das wäre wohl alles. Entschuldigung, aber ich muss los. Ich ziehe um in ein neues Apartment. Ich hoffe, Sie verstehen das. Okay, danke, John. Gut, also, so viel zum Geschäftlichen. Jetzt lasst uns essen. Ja. Katie, stopp. Kommen Sie zurück. Was? Hören Sie, Sie waren fantastisch. Danke. Alles hat gepasst. Es war perfekt. Sie sind die Beste. Danke. Also ist mein Arbeitstag beendet, ja? Nein. Wir sind noch nicht fertig. Aber der Deal ist durch und Greg und Tiffany sind gegangen. Was denn noch? Sie und ich holen uns jetzt eine sehr teure Flasche Wein. Und gehen dann zu mir nach Hause. Was? Da zeigen Sie mir Ihr Manager-Talent. Sind Sie verrückt? So eine bin ich nicht. Was tun Sie da? Hören Sie, ich bin kein Kind. Ich bin erwachsen. Und Sie gaben mir all diese Andeutungen im Interview. Was soll das? Nein, ich... Das war nur ein Witz. Ein Witz? Was? Wie wär's mit mehr Geld? Sie wollen mehr Geld? Hm? Mehr Geld? Wie viel wollen Sie? Hm? Wie viel wollen Sie? Gehaltserhöhung. Und ein Vorschuss. Behalten Sie Ihr Geld, ich will es nicht.
Wieso war ich bloß so blöd? Und eine Sache noch. Ihre Frau ist sehr schön. Im Gegensatz zu Ihnen, Sie alter Bock. Natürlich. Also, verlässt du mich? Ja, tue ich. Ich habe gekündigt. Ich sollte bloß so tun, als wäre ich die Ehefrau. Aber dann, nach dem Essen, schlug er vor... Du hattest recht, John. Wieso bin ich nur so blöd? Es tut mir so leid. Und? Und ich sagte ihm, er soll zur Hölle fahren. Also bin ich jetzt arbeitslos. Und das ist alles, was ich mir leisten kann. Also kannst du doch Burger im Chanel-Kleid essen. Solange ich da keine Flecken drauf mache. Oh. Was hast du getan? Es ist ein Chanel-Kleid. Sieht aus, als müsstest du das Kleid ausziehen. Und was dann, Mr. Vizepräsident? Werden wir sehen. Hi! Gary hier, der Showrunner von Dramatize Me. Vielen Dank an euch Dramatizers dafür, dass ihr uns folgt und unsere Videos anschaut. Wir wissen, wie gern ihr unsere Geschichten habt. Daher freue ich mich, ankündigen zu können, dass wir einen neuen Kanal namens Lovebuster starten. Dort könnt ihr noch mehr exklusive Geschichten über Liebe und Beziehungen sehen. Also, klickt den Link in der Beschreibung, abonniert und schickt ihn an eure Freunde weiter. Alles Liebe und bis bald.